So have you ever called IT only to be told, have you tried turning it off and on again? Habt ihr jemals der IT erzählt, also haben die jemals gesagt, habt ihr das ausgemacht und wieder angemacht? Es ist heute über Piloten und normalerweise ist der Pilot in Command, also in Kontrolle. Heutzutage sind Piloten aber eher Computerbediener und haben weniger Hands-on-Erfahrung. Stell dir vor, du fliegst einen riesen Computer auf 30.000 Fuß Höhe mit 100 Zählen hinter dir. Und nur um dass dir die IT erzählt, hast du das ausgemacht und wieder angemacht? Ich würde heute Bernd Sieger willkommen heißen. Der ist ein Systemingenieur und ein Fluganalyst. Der entwickelt formale Methoden für sicherheitskritische Systeme. Und er wird uns aufklären über mit euch über Probleme in der Fliegerei aufklären, weil jeder Pilot hat sich schon mal gefragt, was macht's denn jetzt schon wieder? Thank you very much. Danke. Und zuerst würde ich gerne ein bisschen was über das Publikum erfahren. Also wie viele hier im Raum sind Piloten? Okay, einige. Berufspiloten? Deutlich weniger. ATP? Okay, einen. Ich höre jemanden. Ah ja, hier. Einige von euch werden über das Bescheid wissen, was ich erzähle, aber ich hoffe, es ist was Neues für jeden dabei. Was der Herald gesagt hat, war eine nette Geschichte. Es ist nicht vollständig richtig, aber es hat einen wahren Kern. Worüber ich sprechen will, ist die Automatisierung in Flugzeugen. Also worum es da geht, ist also der Computer fliegt, der Pilot hat nichts zu tun. Es gibt, gibt es in dem Flugzeug einen Piloten und einen Hund. Der Pilot füttert den Hund und der Hund beißt den Piloten, wenn das ist heute noch nicht ganz der Fall, aber wir erzählen über die Ursachenforschung. Ich werde euch eine Geschichte über zwei Schubhebel erzählen. Ich werde euch über menschliche Piloten erzählen, wie sie mit Versagen fertig werden oder auch nicht. Und ich habe noch nicht viele andere Talks gesehen über selbstfahrende Autos. Das wird also auch ein großes Thema werden und deswegen spreche ich das kurz an. Und ich habe eine mögliche Schlussfolgerung aus daraus und ich weiß noch nicht, ob ich da in Zukunft richtig liege oder nicht. Was ist Automatisierung in Flugzeugen? Das Offensichtlichste ist, dass an jedem Verkehrsflugzeug und vielen kleinen Flugzeugen automatische Geräte da sind. Es war bis jetzt so, dass ein Autopilot nötig war, selbst wenn man nach Instrumenten fliegen wollte. Es gibt drei Stufen von Flugkontrolle. Das erste ist Fliegen bei Hand, also manuelle Bedienung der Instrumente. Das zweite ist ein einfacher Autopilot, wo der Pilot einfach Fluggeschwindigkeit, Attitude und Geschwindigkeit vorwählt. Und das dritte ist der Managed Mode, in dem das Flugzeug komplett informiert ist über den Flugzustand. Es gibt automatische Subsysteme, also Ground Spoilers, die den Auftrieb kaputt machen, wenn man auf dem Land ist. Landeklappen und Flügelvorklappen. Dann Maschinenkontrolle und Kabinendruck. Also, was ist nicht automatisiert? Was kann Automatisierung nicht? Es gibt es noch nicht, außer für ein paar spezialisierte Drohnen und selbstfliegende Flugzeuge. Der Pilot kann jederzeit die Automatisierung abschalten, kann das Flugzeug von Hand fliegen. Und es gibt der Autopilot
Der Autopilot hat eigentlich keine Entscheidungsgewalt, außer auf der allergrundlegendsten Ebene, um den Flugwinkel zu bestimmen, eine Drehung zu fliegen. Man kann ein modernes, computerisiertes Flugzeug immer noch in einen Berghang crashen lassen, wenn man will. Zukünftige Systeme würden das zum Beispiel verhindern, einen Bergcrash verhindern. For the safe conduct of a flight. Aber immer noch hat der Pilot die endgültige Verantwortung über den Flug. Manueller Flug funktioniert so, man fliegt mit dem Steuerknüppel und den Rudern und das Flugzeug bewegt dementsprechend die Ruder entsprechend, also manuell bei kleinen Flugzeugen und hydraulisch bei großen Flugzeugen. Einfacher Autopilot ist so, das wählt man direkt die Richtung, den Kurs an. Und es gibt Manage-Modes, da gibt es ein fortgeschrittenes Flight-Management-System, das dann die Richtung setzt und die Steigrate automatisch setzt. Die sind nicht besonders zuverlässig, die können von vielen Dingen aus der Bahn geworfen werden. Die schalten sich dann automatisch ab, wenn da irgendein kleiner Fehler in einem Subsystem ist oder in einer Eingabe ist, wie Geschwindigkeit oder und in dem Fall müssen die Piloten wieder das Kommando übernehmen. Die Autopiloten können nichts Unerwartetes handhaben. Üblicherweise ist das dreifach redundant vorhanden. Also wenn einer ausfällt, dann können die anderen zwei sich immer noch einigen. Aber wenn mehr Systeme ausfallen, dann fällt die ganze Automatik aus. Und die meiste Computerunterstützung bei manuellem Flug fällt auch aus. Das hier ist jetzt die Methode, die wir beim Anonymitätsfeld entwickelt haben, Unfallursachen zu untersuchen. Das ist eine formale Kausalität. Und es gibt mehr oder weniger objektive Kriterien für Kausalität. Und die Gründe für einen Absturz sind immer üblicherweise sehr ähnlich. Also es gibt eine Menge Automatisierung in modernen Flugzeugen. Und es ist ziemlich schwierig, das gut hinzubekommen. Weil ein Grund dafür ist, dass anders als bei Autos oder bei Schienenfahrzeugen, es gibt keinen Standard sicheren Zustand. Also wenn man alles abschaltet, dann steht man nicht einfach. Das heißt, die Ingenieure müssen für alle möglichen Situationen vorplanen, für alle möglichen Möglichkeiten und müssen entscheiden, wenn unter einer gegebenen Satz an Bedingungen, was die beste Entscheidung ist. Und das ist eine sehr harte Entscheidung. Und manchmal wird die auch falsch gefällt. Manchmal kommt man auch in die Situation, dass die gegebenen Bedingungen für der Computer die gleiche Eingabe bekommt, es ist in Ausnahmefällen dann der gleiche Schlussfolgerung falsch und führt zum Unfall. Solche Dinge können passieren. Manche Entscheidungen, die Ingenieure treffen müssen, wenn sie ein Flugzeug entwerfen, ist, was passiert, wenn etwas schief geht, wenn einzelne Komponenten fehlschlagen oder kleine Motoren, kleine Antriebe, Hydraulik. Was tun in so einem Fall mit den übrig gebliebenen funktionierenden Systemen und was soll dem Piloten mitgeteilt werden? Naiverweise sollte man annehmen, dass ein Pilot alles wissen sollte, was kaputt ist im Flugzeug. Aber falls sehr viel schief geht,
Gleichzeitig muss die Entscheidung getroffen werden, welche dieser Fehlerzustände ist für die Flugbesatzung am wichtigsten. Und das ist überhaupt nicht trivial. Das kann sehr leicht zu Reizüberflutung der Piloten führen, sodass sie überhaupt nicht mehr wissen, was los ist, weil alle Alarme gleichzeitig losgehen und es sehr, sehr viele Anzeigen gibt, die sie anschauen müssen. Und deshalb werden manche Fehlermeldungen unterdrückt in bestimmten Flugzuständen, um die Piloten nicht zu überwältigen. Einige Dinge, die wichtig sind am Boden, wie zum Beispiel die Flügelspoiler, die dazu da sind, den Auftrieb kaputt zu machen, dass das Flugzeug nicht wieder Start durchstartet, in einem Zustand, in dem sie ansonst wieder fliegen könnten. Weil Flugzeuge, wenn sie landen, in einer Geschwindigkeit haben, mit der sie wieder starten könnten. Aber die Spoiler nehmen die meisten Hupe weg, und das heißt, wenn man sie kurz knapp über der Erde einsetzt, dann ist es sehr gefährlich. Das heißt, der Computer muss absolut sicher sein, dass das Flugzeug schon auf dem Boden ist, wenn die Landeklappen ausgefahren werden. Wenn der Computer die Landeklappen ausfährt, wenn es 100 Meter über dem Boden ist, dann wird es vermutlich ein fataler Unfall werden. In den meisten Düsenflugzeugen, nicht in allen Propellerflugzeugen, gibt es eine automatische Schubkontrolle. Der Computer kontrolliert nicht nur, wo die Nase hinzeigt, sondern wie viel Leistung produziert wird. Es gibt zwei verschiedene Philosophien zwischen den verschiedenen Herstellern. Boeing benutzt angetriebene Drosseln, Schubhebel. Das heißt, die Schubhebel bewegen sich automatisch in die Stellung, die angewählt ist. Bei Airbus bleiben die Schubregler in der gleichen Position. Und für den Aufstieg und für den Reiseflug bleibt der Schubhebel in der gleichen Position, und der Computer entscheidet, setzt fest, welcher Schub gewählt wird. Es gibt ein Argument für beide Methoden, aber ich zeige euch Fälle für beide Schubhebel, die zum Unfall geführt haben. Hier ist ein Video von ersten Fall aus zwei Kameraperspektiven von zwei Flugzeugen, von kleinen Verkehrsflugzeugen, 150 bis 200 Flugzeuge, und das erste ist eine normale Landung. Das ist alles relativ langsam, es dauert ein bisschen. Das nächste ist der Unfallflug. Es ist am gleichen Tag, nur Minuten auseinander, am gleichen Flughafen. Man sieht, der eine ist langsamer geworden und der andere bewegt sich immer noch sehr, sehr schnell. Das ist der erste, der langsame. Und das ist der zweite. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das nicht gut ausgegangen. Das war einer der schlimmsten Flugunfälle und vielleicht heute noch der schlimmste Flugunfall in Brasilien. 200 Leute starben. Das hier ist der Auszug aus dem digitalen Flugrekorder. Die ersten zwei Kurven sind die wichtigsten Anzeigen. Das ist Flughebelwinkel, und normalerweise zieht der Pilot die Flughebel auf keinen Schub. Und in diesem Fall hat der Pilot nur einen der Schubhebel auf zurückgestellt und den anderen auf voller Kraft gelassen.
Dadurch hat der Computer eine widersprüchliche Information bekommen, ob die Piloten landen sollen oder nicht, und er hat nicht die automatischen Geschwindigkeitsbremsen angeschaltet und nicht die Spoiler angeschaltet. Und das ging dann ziemlich schlecht aus. Einige Leute sagen, wenn wir mit mehr Feedback für den Piloten hätten die früher gemerkt, dass was falsch ist. Einige Leute waren der Meinung, dass eben die sich bewegenden Schubhebel in diesem Fall besser gewesen wären. Aber ist es immer besser? Das ist ein anderer Schubunfall. Oder schubbezogener Unfall. Es gab eine kleinere Fehlfunktion mit dem Radarhöhenmesser. Der Radarhöhenmesser hat angezeigt, dass er unter 10 Metern Höhe ist. Jetzt muss ich den Schub reduzieren. Und das hat der Computer auch gemacht, obwohl er noch einige 10 Meter in der Höhe hoch war. Und die Piloten haben es nicht gemerkt, die Geschwindigkeit ist runtergegangen, das Flugzeug hat den Auftrieb verloren und ist abgestürzt. Das war nur ein mäßig harter Aufschlag, die meisten Passagiere haben den Flug überlebt. Und in diesem Fall liegt es daran, dass die Schubhebel bewegt wurden. Weil die Piloten haben den Schub über eine bestimmte Grenze gestellt und die Automatik hat dann die Hebel automatisch wieder zurückgestellt. Es ist also schwierig zu sagen, welcher Unfall, welches Schubhebelsystem das bessere ist. Es gibt aber so wenig Beispiele, so wenig Unfälle, dass eigentlich nicht statistisch signifikant ist, dass keine statistische Signifikanz vorhanden ist, ob Schubhebel automatisch oder fest sein sollen. Ingenieure können deshalb kein eindeutiges Ergebnis für die eine Methode oder die andere Methode machen. Es gibt ein anderes Beispiel von Asiana Flug 214 in San Francisco. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Nur 3 Leute sind umgekommen, weil das Flugzeug nur nach dem Absturz ausgebrannt ist, nachdem alle evakuiert worden waren. Der automatische Schub hat nicht funktioniert wie erwartet. Die Piloten hatten gedacht, es waren 5 Piloten im Cockpit, die hatten gedacht, dass der automatische Schub funktioniert. Und als die Piloten dann gemerkt haben, als ein Pilot gemerkt hat, dass der Schub zu niedrig war, war es schon zu spät. Es dauert 8 Sekunden, bis die Leistung da ist, nachdem der Schubhebel betätigt worden ist. Und diese 8 Stunden waren zu lange, weil das Flugzeug dann nicht die Leistung rechtzeitig bekommen hat und nicht beschleunigt hat, um wieder Auftrieb zu bekommen. Deswegen ist das Flugzeug kurz vor der Landebahn aufgeschlagen und 3 Leute sind umgekommen. Der dritte Fall war ein Fall, in dem kein Problem mit dem Flugzeug bestanden hat. Es war eigentlich ein Planungsfehler. Die Piloten wussten an sich, wie man das Flugzeug fliegt. Aber vielleicht ist mehr Ausbildung die Lösung. Kenntnis über die Systeme, Piloten, Resource Management, Kommunikation der Piloten. Der Flugkapitän ist nicht kein Diktator, der muss auf die anderen Piloten hören, obwohl er die endgültige Entscheidungsgewalt hat, welche Entscheidung getroffen wird. Also versagen Piloten immer, wenn die Automatisierung ausfällt? Na, Gott sei Dank nicht. Es gibt 2 Fälle, die ich kurz erwähnen will. Das eine ist Chesley Sullenberger. Jeder weiß darüber. Ein hervorragender Pilot, sehr entscheidungskräftig. Und Peter Burkill. Wer weiß über Peter Burkill?
Er hat ungefähr so viele Leute gerettet wie Chelsea Sullenberger, wenn er, als er Loudon Heathrow angeflogen hat. Beide Maschinen haben den, beide Triebwerke haben den Schub verloren. Aber er hat es geschafft, das Flugzeug zwar vor dem, vor der Landebahn zu landen, aber immer noch auf dem Flugplatz. Und das Flugzeug war ein Totalschaden, aber niemand ist gestorben. Flugzeug ist das eine, aber das andere sind Autos. Hat jemand schon ein selbstfahrendes Auto hier? Oder eins, das zumindest die Spur hält, automatisch? Meisten Leute vertrauen diesen neuen Systemen noch nicht. Einer der großen Unterschiede ist, dass Piloten, die ein hochautomatisiertes Flugzeug fliegen, müssen eine lange Ausbildung haben, über die Pilotenausbildung hinaus, um die spezifische Automatik des spezifischen Flugzeugs zu lernen. Und die Wartung ist sehr, sehr, sehr genau kontrolliert und reguliert. Für Autos im Allgemeinen, wenn was mit dem Motor nicht, nicht richtig funktioniert, kann man einfach rechts ranfahren und anhalten. Autos können nicht einfach abheben und in die dritte Dimension ausweichen. Es gibt extrem viele Hindernisse auf dem Boden. Bäume, Autos, Häuser, Fußgänger. Der Luftraum ist im Wesentlichen leer, nicht ganz. Es passiert, dass Zusammenstöße in der Luft passieren, aber es gibt sehr wenige davon. Die automatischen Systeme in den selbstfahrenden Autos sind, oder den autonomen Autos heutzutage, brauchen ständige Überwachung. Und wenn die Systeme zu gut funktionieren, dann könnten die Fahrer vergessen, dass die Systeme noch überwacht werden müssen. Die denken, die seien perfekt und ihre Aufmerksamkeit wandert weg. Piloten passiert das manchmal schon, aber im Reiseflug, wenn die Automatik versagt, haben die Piloten minutenlang Zeit, um zu reagieren. Während in einem Auto, wenn die Automatik ausfällt und man in einer Kurve ist, hat man nur Bruchteile einer Sekunde, um das Auto zu retten. Zumindest mit der jetzigen Technologie. Einige von euch haben wahrscheinlich über das Trolley-Problem oder Trolley-Trology, wie man es auch nennt, gehört. Es geht letzten Endes darum, dass ein vollautonomes Auto irgendwann die Entscheidung machen könnte, zwischen den Fällen entweder die Insassen zu töten oder Leute auf der Straße zu töten. Und ich glaube, dass das ein grundsätzlich unlösbares ethisches Problem ist, das wir nicht einfach den Ingenieuren überlassen können oder den Autoherstellern, um das zu entscheiden. Vielleicht sind die Insassen immer wichtiger als die Leute auf der Straße, oder vielleicht ist nur eine Person im Fahrzeug und eine ganze Gruppe auf der Straße, oder die Entscheidung, ob ein Baum den Insassen killt oder das Auto einige Leute auf der Straße. Also, ich kann nicht sagen, was die richtige Antwort dazu ist, und vielleicht gibt es auch keine. Einige Ingenieure haben sogar vorgeschlagen, dass eine zufällige Entscheidung in dieser Situation die beste ist, aber auch darüber bin ich mir nicht sicher. Aber egal, welche Entscheidung die Software in diesem Moment trifft, sterben Menschen und die Entscheidung wird der Automatik angelastet, und wie sich das Gericht entscheiden, ist noch nicht klar. Und es ist also schwierig, die Automatisierung genau richtig hinzubekommen. Welcher Zustand ist am sichersten für die Systeme und zu welcher Zeit? Es ist sehr schwierig, um das richtig hinzubekommen, selbst in begrenzten Systemen wie Flugzeugen.
Und was man also den Piloten oder Fahrenden anzeigt und was nicht. Und in vielen Fällen hilft es den Piloten, wenn die Automatisierung ausfällt, zu wissen, detailliert zu wissen, was das System, wie das System intern funktioniert. Und sie sind auch in dem Handbuch, aber sie sind nur zur Information markiert, das heißt, sie sind nicht in dem Prüfungsstoff. Und bei den Ground-Spoilern, also weiß man, ist es sehr hilfreich, wenn man weiß, welche Zustände da genau in Frage ablaufen. Aber manche von diesen Problemen können nicht einfach den Ingenieuren und Wissenschaftlern überlassen werden. Wir brauchen auch Psychologen und vielleicht auch Soziologen. Also andere Leute, die über die Psyche von Menschen wissen, die wissen, wie Menschen denken, wie Menschen reagieren, wie Menschen Informationen verarbeiten, um eben die guten Ingenieursentscheidungen auf dieser Grundlage zu treffen. Und manche der fundamentalen ethischen Probleme könnten nun lösbar sein. Danke fürs Zuhören und es gibt, glaube ich, ein bisschen Zeit für Fragen. Ja, wir haben Zeit für Fragen und wir fangen mit dem Internet an, falls es da Fragen gibt. Es gibt keine Fragen, dann Mikrofon Nummer 3. Und du hast das ethische Problem mit der Entscheidungsfindung und das Trambahn-Problem erwähnt. Wann immer automatische Autopiloten zur Sprache kommen, ob das Autos oder Flugzeuge sind, werde ich immer etwas sauer, wenn Philosophen in sich einmischen. Und es gibt ein Kriterium, dass das System sich vorhersehbar verhalten muss. Gerade im Straßenverkehr ist es ganz besonders wichtig, dass sich alle Fahrer vorhersagbar verhalten. Wenn man einfach die Spur wechselt, ist das eine der gefährlichsten Situationen. Und es gibt einen sicheren Zustand, einfach halte genug Abstand, fahr nicht eng auf. Ja, bitte Frage stellen. Warum sagen Menschen immer, es ist ethisch unentscheidbar? Das ist nicht der Fall, weil nicht eng auffahren ist nicht die einzige Lösung. Es gibt auch Menschen, die einfach vor das Auto hüpfen können. Das ist unvorhersehbar. Du kannst nicht verlangen, dass Leute sich vorhersagbar verhalten. Es geht also auch darum, dass einige Verkehrsteilnehmer Menschen sind, die sich eben auch unvorhersehbar verhalten. Tatsächlich gibt es gerade nicht viel Raum zur Diskussion. Sie haben gesagt, über Automatisierung in Flugzeugen gesagt, dass immer, wenn es einen kleinen Defekt gibt, wird der Autopilot abschalten und der Pilot greift ein und rettet die Situation. Also wie ich das verstehe, müssen die Piloten immer noch bestimmten Prozeduren folgen und nicht irgendwelchen zufälligen Intuitionen folgen. In wie vielen Situationen haben die Piloten eingegriffen und in wie vielen haben sie auch geschafft, den Flug zu retten? Dazu gibt es eine Statistik. Eines der Probleme ist, dass die Datenrekorder nur dann Aufzeichnungen machen, wenn ein Unfall passiert ist. Manche Flugzeuge in Fluggesellschaften haben Kurzzeitdatenrekorder, aber die werden nur anonymisiert ausgelesen und die Fluggesellschaften publizieren das nicht. Letzte Frage, Mikrofon 4.
Ich möchte das auf die IT-Sicherheit zurückbringen. Was ich finde, ist, wie die Unfälle behandelt werden in der Luftfahrt, dann kann man hinterher im Unfallbericht alle Details nachlesen, zum Beispiel bei der Challenger-Katastrophe. Alle Information ist da. Die Frage ist, warum passiert das nicht im IT-Bereich, wo Millionen von Leuten betroffen werden, und wir haben den Stand nicht erreicht, wo die Daten und die Datenanalyse von einem Fehler publiziert wird. Ich glaube, die kurze Antwort ist, weil es keine gesetzliche Vorschrift gibt, und wenn es nicht rechtlich notwendig wäre, Unfallberichte zu veröffentlichen, dann würde das nicht passieren, weil das die Fluggesellschaften schlecht dastehen lässt. Letzte Frage. Eine der Gründe, warum es Automatisierung in Flugzeugen gibt, ist, die Arbeitsbelastung der Piloten zu reduzieren. Arbeitsüberlastung ist ein Hauptunfallgrund für Piloten, für Flugunfälle. Das heißt, wenn etwas schief geht, dann erhöht sich die Arbeitsüberlastung des Piloten, weil er dann noch herausfinden muss, was jetzt gerade schief geht. Wie geht die Industrie dieses Problem an? Der traditionelle Ansatz ist, dass immer noch mehr Automatisierung aufgeschichtet wird, und wenn die dann schief geht, muss der Pilot noch mehr mit noch mehr Informationen fertig werden. Aber ganz langsam gehen die Hersteller wieder darauf zurück, die Piloten mehr von Hand fliegen zu lassen. Also eine ganz lange Zeit war das Mantra, benutzt so viel Automatisierung wie möglich für die in der Situation. Nur die Start und Landung sollte noch von Hand geflogen werden. Und jetzt ist es so, dass es sehr oft gesagt wird, man nur den angemessenen Level an Automatisierung zu verwenden. Wenn es nicht viel Arbeitsbelastung gibt und wenn es nicht viel Luftverkehr gibt, dann sollte man die Landung auch von Hand fliegen. Damit die Piloten in der Übung bleiben und einfach auch ihre Erfahrung erhalten. Behalten, auch für Notfallsituationen. Vielen Dank.